die Kuttlerei zeigen. Mal sehen, ob sein Magen, der auf das Herumstümmern in dem Inneren unbeholfen, wie vizierten Huren geschult ist, tatsächlich stark genug ist für den Anblick der echten Maschinen seines goldenen Zeitalters. Vielleicht stelle ich ihm sogar Jack vor, oder zumindest seinen Söhnen. Wir haben jetzt stärkere Schlösser an den Fenstern und wir bringen ihnen ihr Spielzeug. Okay. Scheiße. Okay, das erklärt die Schlösser. Ach, und das erklärt jetzt auch, warum die Spiegel so komisch aussehen. Ja, weil das doch so ausspionierende Spiegel sind. Ach ja, und das hier kenne ich noch aus dem Trailer. Hier muss irgendwo ein geheimer Dings sein. Irgendwie was, was ich aktivieren muss. Nein. Auch nicht. Das Bild. Oh. Okay. Okay, ich glaube, dass das kein Wein ist, sondern Blut. Ich will gar nicht weitergehen, aber ich muss, denn das ist mein Schicksal. Okay, da kommt doch bestimmt irgendwas rausgesprungen. Ih, Ratten. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Nein, 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 nein. Komm runter. Das ist also so eine Art Schlachterei oder was? Ein Besen. Ich nehme an, ich muss hier irgendwas Fleischiges reinschmeißen, um zu sehen, was passiert. Oder sowas. Vielleicht geht die Maschine kaputt. Und könnte mir somit einen Weg verschaffen. Oder auch einen schmerzhaften Tod. Hört ihr das? Bin ich davor nicht aufgestanden? Nee. Alter, das macht mir gerade echt ein paar Sorgen. Warte mal, war das denn jetzt richtig alles? Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Boah, alter Schwede. Boah, Leute. Wenn jetzt irgendwas Schreckliches passiert, ne? Wir halten zusammen, ja? Ach so! Ich habe das gerade erst gar nicht realisiert, was er wollte. Also dieser Effekt hier. Mach aus! Okay, wir haben irgendwas Schlafendes geweckt. Hands are bleeding. Raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Ich würde gerne mal interessieren, wie deine Kinder aussehen. Und das ist jetzt nicht irgendwie, du weißt schon, irgendwie lustig gemeint, ich meine das ernst. Alter, was ist mit deinen Kindern los?
Alter, ist das... Wie viel Wein haben die denn hier? Des Nächtens sie kommt, sie schnüffelt und sucht. Ihr süßes Schnäuzchen ganz unten beim Huf. Und ihre Locken sind blond, die Flugen himmelblau. Wie eine halb begrabene Hand im eisigen Schnee. Wie eine Hand im eisigen Schnee. Und sie bettelt um Äpfel durch den Fensterspalt. Das Gesicht ganz verborgen, doch mit Augen wie Feuer. Fluch, wenn dich ihr Busen lockt. Ach, so wunderschön. Sie schnappt dich und fängt dich und isst dir dein Herz. Okay, sie fängt dich und isst dir dein Herz. Drum benimm dich am Abend vorm Jahr. Sonst kommt Sally und holt Äpfel, dann hüt dich Gefahr. Vor mancher Tür steht Böses, du musst dich besinnen. Glaub du deinem Vater, lass es nicht nach innen unfolgsame Kinder kochen. Sally, ihr Essen laden ein, sie zu Sallys garstigem Fressen. Also teilweise habe ich echt Probleme mit dieser Art, sich auszudrücken, ja. Weiß ich nicht. Manchmal habe ich einfach Probleme, diesen Texten zu folgen. Stell dir mal vor, Sally steht jetzt auf einmal hinter uns. Alter, wie krank wäre das? Okay, scheinbar ist Sally aufgewacht. Hallo? Sally? Sally, mein Schatz! Komm! Es gibt Essen! Sally? Okay. Nein, da will ich nicht raus. Oh, mein Herz ist... Sally! Bist du hier draußen? Sally! Komm wieder rein. Es ist kalt. Hier draußen. Sally? Scheiße, die hat die Türen zugemacht. Dieses unartige Kind. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich rückwärts gehe und mich nicht umdrehe. Es liegt einfach daran, dass man sich in Horrorspielen nicht so oft umdrehen sollte. Weil das gefährlich ist. Ist eigentlich schon bekannt gegeben worden, ob man jetzt bei Amnesia A Machine for the Pigs auch Custom Stories erstellen kann. Das wäre ja richtig heftig, ey. Wenn das eigentliche Hauptspiel ja schon so krass ist, ey, will ich nicht wissen, was manche User hier für Custom Stories wieder erstellen, die einem ins Grabe bringen. Sally! Sally? Sally, Schätzchen! Okay. Ich sehe schon komische Dinge. Ich muss mal kurz ein Stück trinken, Leute, sorry. Trockener Mund. So. Komische Schlösser. Ich frage mich wirklich, wie teuer so ein Schloss ist. Das muss ja Unmengen an Geld kosten, ne? Wenn das auch schon so stabil dahin gebastelt ist. Sally? Okay. Jetzt können wir scheinbar dahin, wo unsere zwei kleinen Kinder vorhin hingegangen sind. Die Frage ist nur, ob ich das möchte. I am off the market. I will cry all the way home. I will have none. I will have none at all.
Okay. Sally? Sally? Meine Kleine? Ich habe Mittagessen gemacht. Beziehungsweise Abendessen. Möchtest du was? Komm doch bitte. Essen. Okay. Ach, das sind diese Räume, wo wir vorhin waren, ne? Die haben sich nun auch endlich geöffnet. It's coming. Come on, Daddy. It's this way. Eine merkwürdige Entdeckung. Metallisches Ticken beim Abkühlen und Kontrahieren. Dies muss die merkwürdige Maschine sein, von der mir mein neuer Freund erzählt hat. Wenn meine Kinder diesen Ort entdeckt haben, ist es absolut vorstellbar, dass sie entzückt von ihrer Entdeckung weiter nach unten gestromert sind. Na schön. Anscheinend ist mir der Weg schon vorgegeben. Der Abstieg beginnt. Der Abstieg in die Finsternis. Oh. Mini-Ruckler. Hallo? Also, merkt euch, schreibt euch das auf. Sally läuft hier noch irgendwo frei rum. Und Sally scheint ein bisschen genervt zu sein. Von irgendwas. Oh, Gott verdammt. Was sind das für Türen? Oh Gott. Wieder so eine Geheimtür. Okay. Okay, aber nice, dass man hier auch mal an die frische Luft kommt. Naja gut, kann man in Amnesia The Dark Descent auch. Zum Beispiel bei dieser Szene, wo man so ein Fenster einschlägt und dann von Fenster zu Fenster springt. Aber hier scheint es doch nochmal ein bisschen cooler gemacht zu sein. Mit den draußen rumlaufen. Dann scoute ich jetzt mal gerade die Gegend hier. Hallo? Ob ich da rein will, ich weiß es nicht. Ich denke nicht. Ich gehe erst mal hier lang. Gut, die Tür ist zu. Und ist die auch zu? Wahrscheinlich, oder? Jap. Da muss ich wohl in den Keller. Tiefer in die Eingeweide. Ein Ei aus Stein? Alter, mir schwant Übles. Das hier scheint ein Weinkeller zu sein. Gegen das steigende Wasser schickt hin den Stadtstreicher-Erfänger. Gib dem alten Mann den Fuß hinein ins Schnapsfass. Er wird sich nicht wehren, wenn er ganz vermischt ist. Okay. Ah, mein Bein. Scheiße. Alter, das sieht geil aus. Muss man einfach mal sagen. Sieht noch mal eine Ecke schöner aus als das erste Amnesia. Der Weg scheint uns nun versperrt zu sein. Hoffentlich ist Sally hier nicht unten, ne? Come on, slow coach. It's this way. Okay. Dann gehen wir mal da lang. Aber erst lesen wir das. Ob das ein Trick war?
Diese Stimme am Telefon, die mir so nah schien, die mich so gut zu kennen schien, führt er gar im Geheimen Schändliches im Schilde? Aber habe ich denn eine Wahl? Fluch, wenn mir meine Motive verborgen bleiben. So muss ich dennoch meine Jungs finden. Solange sie mich zu Edwin und Enoch führen, würde ich den Maschinen bis zum Mittelpunkt der Erde folgen. Und noch viel weiter. Oh. Das Licht ist kaputt ein bisschen. Och nee. Nicht du schon wieder. Hallo. The shaking ground you feel is our attempts to clear the floodwaters. Treachery, Mandus. We were undone. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Jigsaw? Oder noch schlimmer? Ein Schrank. Das ist nicht gut. Schränke sind nicht gut. Was soll ich das? Was ist das? Was muss ich damit machen? Kann ich das? Hallo? Ich nehme es einfach mal mit, vorsichtshalber. Oh, es sieht nicht so gut aus, ey. Nein. Kann ich das hier vielleicht durch? Nee, schade. Oh Gott. Ja, ich muss doch irgendwas damit machen. Ich... Oh Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Alter. Komm. Da, genau dafür brauche ich das wahrscheinlich. Ist das ein Trick? Komm, 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 komm. Okay, die alte ist kaputt. Dass er da überhaupt so reinfassen kann, ey. Komm. Das Saboteur ist hier entlang gekommen. Das Saboteur. Yeah. Verblüffend, die Tore sind viel zu schwer, als dass ein Mann sie anheben könnte. Stattdessen werden sie mit Hilfe einer Rohr, das sieht hier so komisch aus, um ein Rohr gewickelten Kette hochgezogen. Das Rohr scheint von Motoren rotiert zu werden, die mit diesen elektrischen Schaltern verbunden sind. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, kann sich der Motor nicht drehen, was die Tore zu einem... Okay. Hä? Mach auf! Ey! Hallo? Okay. Da soll ich scheinbar nicht lang. Und hier? Da ist noch eine Sicherung. Alter Schwede, ich nehme die schon mal mit, vorsichtshalber. Besser ist das. Dann machen wir mal hier die Brücke runter. Los, los, los. Hat das was gebracht? Irgendwie scheint meine Lampe ein bisschen leerer zu werden. Kann das sein oder irre ich mich da nur? Also ich habe irgendwie das Gefühl... Kann ich die vielleicht hier durchstecken? Nee. Aber hier sind überall diese Sicherungen. Gut, 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 gut.
schreiten wir jetzt weiter voran und schauen, dass wir dieses komische Gebäude hier überleben. Okay. Oh nein, 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 nein. Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Okay. Was muss ich hier machen? Ach so. Und jetzt? Habe ich jetzt, okay. Na gut, dann gehe ich mal hier hoch und schaue, was mich hier erwartet. Hoffentlich keine Jumpscares. Und hier brauche ich natürlich... Nee, geht schon. Gut, gut, gut. Alter. Kann ich hier weiter hoch? Ja. Was passiert da? Hallo? Okay. Ich gehe einfach mal weg hier, weil das scheint nicht der Weg zu sein, den ich nehmen soll. Na komm, geh da hoch. Okay. Ach, hier muss ich lang. Ich möchte da aber nicht lang. Vielleicht ist da diese Sally, oder wie die heißt. Auf jeden Fall ziemlich... Mann, ey. Auf jeden Fall eine ziemlich große Maschine, wollte ich sagen. Was ist nun wieder kaputt? Wo muss ich lang? Ne, da nicht. Okay, hier lang. Okay. Alter. Da hinten ist auch wieder eine Sicherung kaputt. Hätte ich das gewusst, ey. Mann, 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 ey. Oh Gott. Jetzt scheint es soweit zu sein. Hallo? Ach so. Oh, ich dachte schon, ey. Also zurück können wir nicht mehr, oder? Aber wir können doch hier durchgehen, oder nicht? Hier rüber. Ja, oder? Nee. Geht nicht. Na gut. Okay, ich versuche jetzt noch diese Sicherung zu finden und dann mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Boah, das geht ja überhaupt nicht jetzt, ey. Ich kriege gleich einen Nervenzusammenbruch. Sally? Sally? Alter Schwede. Okay, hier kann man sich gut verstecken. Das heißt, es wird gleich irgendwas kommen. Was uns töten will, das wollte ich sagen. Oh, Alter, ich kann schon gar nicht mehr sprechen wegen dem Spiel. Komm schon. Diese chemische Verarbeitungsmaschine scheint
nur ein Teil eines viel größeren Komplexes zu sein. Das wird kein leichter Weg für mich. Ich werde weiter in dieses merkwürdige Reich vordringen. Während ich meinem Fieber und den Rufen meiner Kinder folge, wohin auch immer sie mich führen. Na gut, dann folge du, Mann, deinem Fieber und ich mache jetzt eine große Aufnahmepause. Alter, das Spiel hat's echt in sich. Ja gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja mal einen Daumen nach oben hinterlassen. Und wenn ihr Feedback oder sonstiges habt, dann schreibt es in die Kommentare. Tschüss.